Herzlichen Glückwunsch, FAWS. Du bist 50 junge Jahre alt geworden. In dieser Zeit hast du über 44.000 Absolventinnen und Absolventen in den verschiedensten Fachbereichen hervorgebracht. Deshalb an dieser Stelle mein besonderer Dank an alle, die hier an der Hochschule studiert haben und die hier an der Hochschule ihre Arbeit verrichten und Enormes leisten. Liebe FAWS, schon 1983 bist du das erste Mal fremdgegangen nach Tokio. Und dort hast du mit der Bunker Woman University einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Danach hast du die Schwester Aschaffenburg ausgegründet und mit enormem Aufwand unterstützt, eine neue Hochschule aufzubauen. Den Umbau der Studiengänge von Diplom auf Bachelor und Master nach dem Bologna-Prozess hast du zwischen 2005 und 2012 perfekt gemeistert. Ab dem Jahr 2014 hast du aber erst richtig losgelegt mit der Internationalisierung. Das Modell der Twin-Studiengänge, die sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch angeboten werden, wurden vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft mit einem Strategy Award ausgezeichnet. Neben der Internationalisierung ist ja auch die Digitalisierung sehr wichtig geworden. Nicht zuletzt hast du im letzten Jahr 2020 den neuen Studiengang Robotik auch als deutsch- und englischsprachigen Studiengang eingerichtet. Und in deinem Jubiläumsjahr 2021 schenkst du der Welt noch einen neuen Studiengang, Wasserstofftechnik. So viele Dinge hast du schon geleistet und siehst noch so jung und frisch aus. Wie hast du das nur gemacht? Das hast natürlich nicht du gemacht, das haben die über 400 Professorinnen und Professoren, über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Jahren alles bewerkstelligt. Es bleibt spannend, was dir in Zukunft noch alles einfallen wird. Du wirst forschungsstärker, du wirst immer mehr Promotionen ins Leben rufen. Bleib am Ball, bleib wie du bist, bleib innovativ. Wir freuen uns, wir sind stolz auf dich, wir werden uns sehen auf unseren Live-Partys im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.